1622, den 5. Dezember, starb die tugendsame Frau Berber Schwarz, genannt Neukirchgens, und liegt hier begraben mit drei Kindern, deren Seele in Gottes Hand. Dieser Grabstein stammt aus dem Jahr, in dem der Dreißigjährige Krieg zum ersten Mal nach Mülheim kam. Schreckliche Zeiten begannen. Berber Schwarz hat es nicht mehr erlebt, aber auch sie kannte die Not. Drei Kinder musste sie beerdigen. Ein Schicksal, das in diesem Jahrhundert sehr häufig zu beklagen war. Der Dreißigjährige Krieg forderte auch in Mülheim ständig seine Opfer. Kamen die Spanier und die Kaiserlichen, also die katholischen Truppen, dann ging es den Reformierten und den anderen Evangelischen an den Kragen. Die Mülheimer Reformierten trafen sich zu ihren Gottesdiensten nur noch im Geheimen auf dem Söller eines Hauses. Aus dieser Zeit stammt auch die Aufforderung an die niederländischen Schiffer, die Gottesdienste nicht zu besuchen, um kein Aufsehen zu erregen. Auf der anderen Seite ging es den katholischen Bürgern Mülheims nicht anders, wenn die Evangelischen, zum Beispiel die Hessen oder die Schweden, die Stadt besetzten. Es gab Zeiten des Krieges, da spielte es überhaupt keine Rolle mehr, von welcher Partei die Soldaten waren, die in der Stadt waren. Sie alle raubten, was sie kriegen konnten, weil sie davon lebten. Angesichts der katastrophalen Verhältnisse und der großen Armut muss uns dieser Stein verwundern. Im Jahr 1635 wird er für Diederich Richters errichtet und seine kunstvolle Fertigung zeigt den Wohlstand dieses Mannes mitten im Krieg. Im Archiv der Gemeinde finden wir ein kleines Büchlein mit dem Titel Memorial der Ausgaben vor die Hochdeutschen und Exulanten. Darin stehen all die Ausgaben, die die Gemeinde hatte für die Flüchtlinge, die besonders aus der Pfalz nach Mülheim geflohen waren und hier Unterstützung suchten. Der Krieg war in manchen Regionen Deutschlands noch schlimmer, als er in Mülheim war. Hier konnten sie zumindest etwas Hilfe finden. Erst 17 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges konnten die Reformierten in der Taubengasse ihr Predigthaus bauen. Jakobus Rennpferd hieß der Prediger der Gemeinde, der in diesem Predigthaus als erster seinen Dienst tat. Auf dem Friedhof finden wir einen sehr bemerkenswerten Grabstein von ihm. Unter dem eindrucksvollen Familienwappen findet sich der Name seiner Frau und die Namen von 6 Kindern, die im Alter bis zu 6 Jahren verstorben waren. Nicht ungewöhnlich für dieses Jahrhundert, diese hohe Sterblichkeit. Zumindest ein Kind der Familie aber überlebte die ersten Jahre. Wir sehen hier Jakobus Rennpferd, den Sohn des Predigers. Als sein Vater starb, war er 14 Jahre alt. Danach ging er nach Holland, um Theologie zu studieren und wurde später Professor für orientalische Sprachen an der Universität von Franeker in Friesland. Am Fuß der Grabplatte von Jakobus Rennpferd sieht man einen Totenkopf und die Knochen. Das Leben ist voller Leid und am Ende der Tod. Was sagt der Glaube dazu? Die Antwort von Jakobus Rennpferd steht darüber geschrieben. Mundus nihil.
Christus omnia. Die Welt ist ein Nichts. Christus ist alles.